hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ihr habt mir geschrieben, ich soll doch mal auf Tiere an Geräuschen erraten, angucken. Mit Gewitter im Kopf von Smiley und ich bin mal gespannt, wie gut ich dabei bin. Also, ne? Also ich bin in Tiere erraten sehr gut, also ich wollte mich eigentlich mal bei Supertalent melden, aber ja. Ist halt langweilig, ne? Ist halt ein gutes Talent und ich gewinne so oder so und warum? Ne? Also wenn man schon weiß, dass man gewinnt, macht es ja auch keinen Spaß, da hinzugehen. Dann lasse ich lieber andere gewinnen. Ja. Hey, Freunde, passt genau. So, ich bin Smiley. Das so krass, ne? Wie alt das Video ist, ne? Da haben die noch beide die normale Haarfarbe, ne? Also wie nennt man das? Natürliche Haarfarbe. Genau. Tim, danke. Danke dafür. Was geht an? Zum ersten Mal auf meinem Kanal. Ich habe mir ausgedacht, dass wir heute zusammen Tiergeräusche erraten. Ich bin ein Aasgeier. Boah, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ihr wisst ganz genau, dass ich auf sowas achte, ne? Guckt euch mal bitte schön die Fensterscheiben von ihnen an, ne? Also, Smiley, ne? Also, ganz schöne Streifen reingeputzt, ne? Mensch, das sieht man komplett, ne? Also, nochmal. Jetzt könnte man schon mal wieder anfangen mit Fensterputzen. Aasgeier. Mir hinter der Kamera hat sich 15 Tiergeräusche ausgedacht. Er hat neue Tierarten gefunden. Genau. Also Ming spielt das Ganze ab. Die teure Ming-Base. Na. Und wir müssen so schnell wie möglich raushauen, was das für ein Tier ist. Der als erstes richtig sagt, hat gewonnen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten Geräusch. Schwein. Mann, das wollte ich sagen. Das bin ich. Das bin ich, wenn ich schlafe, weil angeblich, es gibt Leute, die meinen, ich schnarche, was gar nicht stimmt, weil ich höre es nie, wenn ich schlafe, also schnarche ich auch nie, Punkt aus Ende, da will ich jetzt mit hier gar niemanden diskutieren. Also ich schnarche nie, das ist gelogen. Und das bin ich. Angeblich bin ich das immer, wenn ich schlafe. War das ein Schwein? Ja, Hammer. Ich glaube, da hat jemand gerülpst. Vielleicht ist auch eine Aufnahme von mir. Muss mal ganz kurz alle Tiere der Welt durchgehen? Nee. Mhm. Das ist... Ja, das ist ein Tier, definitiv. Ich habe jetzt überlegt, von Avatar ist es, glaube ich, von Pandora ist es, glaube ich, kein Tier. Es müsste schon ein Tier von der Erde sein. Ich überlege gerade, kein normales Tier. Das ist doch... Alter, bitte. Das ist doch kein normales Tier. Welches normale Tier macht denn solche Geräusche? Da sollte man sich untersuchen gehen. Was ist denn das? Was macht denn solche... Meerschweinchen? Ein Flamingo? Können Meerschweinchen sein. Ich hatte Meerschweinchen. Yes! Da wäre ich nie bei. Ich wusste, also, es ist irgendwas Kleines. Ich hätte jetzt Vogelarten aufgezählt. Safe. Satz. Warte mal, nee, das muss ich nur nochmal anhören. Ich muss halt immer vorher stoppen, bevor die Jungs das verraten, das ist ja langweilig. Vogelarten aufgezählt. Safe. Hä? Das sind Frauen. Das sind Frauen, wenn die... Also, es können eine Katze sein. Aber es sind meistens auch immer Frauen, wenn die sagen, hier, pass auf, du hast mich heute den ganzen Tag so abgefuckt. Fuck mich jetzt nicht weiter ab, oder... Ja, aber es könnte Fauchen vor einer Katze sein. Schlange? Was? Eine Wespe? Ein Buzzer? Frieda? Eine tollwütige Katze! Was ist das? Eine Hand? Das ist irgendwie eine Klingel. Ja, voll. Nee, das ist keine Katze? Ah, warte, ist das nicht eine Ente oder sowas? Ein Komodo-Waran. Eine Eidechse? Ein Schwan? Ein Leguan? Was könnte das denn sein? Eine Bra... Ein Kakadu, eine Qualle, mehr Tiere kenne ich nie. Delfin. Bratwurst. Hey, ich komm nicht drauf. Okay, scheiß drauf, löse auf. Eine Tarantel. Ein Tarantel. Okay, die machen Geräusche. Das krass, hätte ich auch nicht. Die machen Geräusche. Ich weiß echt, ich hab noch nie gehört. Es kommt was richtig Leichtes. Seid ihr bereit? Ja. Eine. Das könnte ein Schaf sein. Könnte aber und
Blamier ich mich gerade? Warte mal. Oder? Ich hab gerade scharf gesagt. Warte mal, blamier ich mich gerade? Scheiße. Ist das ein Schaf oder eine Kuh? Ich weiß es nicht. Scheiße. Bratwurst. Kuh. Bratwurst. Kuh. Wie? Ziege. Nein. Ach so, eine Ziege. Doch, eigentlich schon. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Die Bratwurst. Schlange. Das ist eine Schlange, ja. Das ist ein Kanal, Alter. Das könnte eine Grille sein. Grille. Ah, stark. Eine Bratwurst. Ist das eine gute Idee, dass wir die Polen da alleine lassen? Das passt gerade richtig. Eine Katze. Das ist eine Katze. Ich hatte schon gesagt. Eine Katze. No. Das hättest du aber direkt wissen müssen. Katze. Du liebst doch Katzen. Ja, aber ich war gerade. Das könnte aber auch. Aber man könnte auch sagen, das könnte auch eine Tarantel sein, ne? Und vielleicht war das andere die Katze und das ist jetzt eine Tarantel. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man munkelt. Ah, Mann. Das nein. Ist hier ein Hahn halt hier so. Ja. Oh mein nee, Gott, ich zieh euch weg. Das geht so schnell, 2-1. Möwen, oder? Machen Möwen? Ich frage mich manchmal ohne Mist, was so meine Nachbarin so von mir denken. So, ich müsste eigentlich mal eine Umfrage machen, ob die denken, so, den lassen wir mal lieber in Ruhe, den Typen. Könnte ein Möwe, oder? Gänseblümchen. Er könnte aber auch ein Rabe sein. Vogel, Möwe! Krähe? Nein! Warum? Das ist so schwer! Das war auch erst mein zweiter Punkt. Also. Ein Furz! Was war denn das? Ja, das war doch ein Furz. Da furzt einer. Hä? Das hört an wie meine Tür. Ich müsste die mal ölen. Sie haben meine Tür aufgenommen. Langsam habe ich hier ein bisschen Angst, ne? Hä? Nimm mal. Was war denn das? Ja, das war doch ein Furz. Da furzt einer. Das klingt wie Motor. Eine Wespe. Ah, hö? Doch. Aber war das richtig Flügel? Nah aufgenommen? Ja, die Flügel, ja, ne? Ja, ich denke schon. Krass. So. Jungs, irgendwie ist das schwieriger, als ich dachte. Ja, klar, ich hasse wirklich. Ja Wespen. Also, da hat auch wieder einer ins Mikro. Chamäleon. Hä? Das sind alles Geräusche, die ich mache. Das sind Alltagsgeräusche. Das sind doch keine Tiere. Hä? Welches Tier macht... Das machen Leute, wenn ich hier an der Dings vorbei fahre, hier im Krankenhaus, also hier Psychiatrie, da machen solche Leute auch solche Geräusche. Hä? Ich muss mir dann... Schwieriger als ich dachte. Ja, wirklich. Hä? Welches Tier macht... Wisst ihr doch auch nie, komm, hört auf, ihr wisst es doch auch nie. Okay. Nee, ohne Mist, welches Tier macht... Also, könnte mein Schnarchen sein? Ich schnarche nicht, nee, aber behaupten halt andere. Hä? Ein Warzenschwein, ein Wildschwein. Eine Qualle. Eine Eidechse. Ich weiß es nicht. Da hat auch wieder einer ins Mikro. Chamäleon. Weil das könnte. Pferd. Das Pferd. Doch, das ist doch so ein Pferd wie Kuh. So. Das hört sich da aber so an, so wie du das machst. Und ja, wollte ich gerade sagen, das sind aber das zwei unterschiedliche Geräusche. Das ist doch ein Pferd. Ein Huhn. Hä, was ist denn das? Was könnte das denn für ein Geräusch sein? Oder ein Huhn? Ich habe auch keine Ahnung. Pferd war schon sehr nah. Esel, Pony, Zebra, Kamel, Bratwurst, Giraffe. Es gibt halt so, das Zebra ist der erste Teil, den du hast, oder? Es gibt noch was davor. Ah, ja, ich weiß. Ey, noch ein Pferd? Ja, krass. Also, noch das hätte ich niemals gedacht. Ich auch nicht. Da wäre ich so nicht drauf gekommen. 4-4-2, Alter. Okay, Kopf an Kopf. Das schaffe ich doch. Aber noch wäre es zu schaffen. Noch ist es schaffen. Ja. Ebola. Ebola, la 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 la. Eine Maus. Das könnten Fledermäuse oder Mäuse. Ich hab gedacht, das wäre so ein kleiner... Eine Kackermaus. Wie heißt immer diese kleinen Vögel, die jeder zu Hause in Welt Fledermäuse. Jeder zu Hause hat. Ja, also öfter. Achso, naja, gut. Eine Ziege. Das ist eine Ziege. Ja, schon. Geißbock. Geiß. Widder. Bock. Hahn.
Ziege. Ziegenbock. Oh. Ja! Wow. Das ist eine Eintagsfliege oder Fliege. Oh, Mücke. Was? Ja, als ob du da so schnell drauf kommst. Ja, ich bin ein Blitzdenker. Und du wirst nur geblitzt in der 30er-Zone. Immer die Geschwindigkeit halt. Ich fahre auch nur E-Scooter, deswegen passiert mir das nicht. Besoffen auf der A4. Alter, Jan kann doch auch hochletzen. Ja. Er kommt. Wenn du einen Punkt machst, ist noch Gleichstand. Fair. Das ist ein Fair. Oh shit. Oh, als ob ich noch verloren habe. Nein. Also, da muss ich echt sagen, da hat sich der Tim wirklich vorhin vertan, weil er hat gesagt, das hört sich so an wie oder wie er nochmal gemacht hat. Es waren zwar zwei unterschiedliche Geräusche, aber das hat die Geräusche, die er vorhin gemacht hat, hat jetzt zu dem Geräusch gepasst. Auf meinem eigenen Kanal. Jungs, das hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Geil. Können wir gerne nochmal machen. Ja. Ich will Tierfleisch essen. Hundebabys. Oh ja. Okay. Was war das? Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab Bock auf Hundebabys. Na, schaut ihr mich so an. Oh. Okay. Ey, das stimmt doch gar nicht. Das sind Statements. Ja, ey. Okay, ich hab dich nur so angeguckt, weil du dich auch so kaputt gedacht hast. Ach so, ja. Und ich hab Corona. Okay, kannst du noch ein Stück rutschen, Bro? Jungs, danke euch nochmal. Falco, danke fürs Filmen. Ming, danke fürs Vorlesen. Euch beiden danke. Ming-Vase. Euch danke fürs Mitmachen. Gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Schaut auf jeden Fall auch bei den Jungs vorbei. Lasst mir ein Like da. Und wir sehen uns die Tage wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Macht's gut. Ja, ich muss sagen, ich bin Profi in Tiergeräusche erraten. Alle, die was anderes schreiben, die haben das falsche Video angeguckt. Also ich muss echt sagen, ich habe ein Talent dafür und ja, ihr seht mich nächsten Jahr oder vielleicht dieses Jahr auf der großen Bühne. Also bei Supertalent. Wann fängt denn überhaupt Supertalent? Ich gucke den Scheiß seit 30 Jahren nicht mehr. Also ich hab Supertalent Nachkriegszeit angeguckt und dann auch nicht mehr, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wann es beginnt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Vorschläge habt, mehr Themen habt und, wenn ihr mehr andere Wünsche mal habt, Real-Life-Stories habt, Real-Talks habt oder, schickt mir es bitte über Instagram oder über Twitter. Würde mich freuen und wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss!